Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. PCR-Testchaos in allen Bundesländern bis auf Wien, immer höhere Infektionsraten unter Jugendlichen und Kindern. Und man hat den Eindruck, es gäbe eine Durchseuchungsstrategie, sagen die einen. Nein, man wolle nur die Bildung sicherstellen, sagen die anderen. Wie das die Betroffenen empfinden, nämlich die Schüler, werde ich jetzt einen der Schulsprecher, nämlich Matti Randorf, fragen. Und ich freue mich, ihn per Zuschaltung begrüßen zu können. Hallo. Hallo. Ihr habt heute wieder einen Brief, also 100 Schulsprecher haben den unterzeichnet, geschrieben, in dem ihr ziemliche Sorge äußert. Vielleicht können Sie uns erklären, was die konkreten Sorgen sind von euch Schülern. Ja, also wir Schülerinnen und Schüler werden jetzt durch die Pandemie seit fast 2 Jahren inzwischen stark belastet. Und es wurde ja auch sehr viel darüber gesprochen, wie es uns geht. Und meistens ist rausgekommen, es geht uns nicht sonderlich gut. Die Aufgabe der Politik wäre jetzt in unseren Augen eigentlich da, gegenzusteuern, entgegenzuwirken und das vielleicht ein bisschen zu lindern, unsere Probleme zu lösen. Aber wir haben in den letzten Monaten zunehmend das Gefühl bekommen, dass die Probleme, die wir haben, eher verstärkt werden, dadurch, wie die Politik vorgeht und dass wir eher noch mehr belastet werden. Wir fühlen uns im Endeffekt im Stich gelassen, nicht gehört. Es geht niemand auf uns zu. Es ist eine Politik, die einfach über unsere Köpfe hinweg passiert. Und so etwas kann halt das Fass zum Überlaufen bringen. Und wir sind halt langsam wirklich an unserer Belastungsgrenze und einfach am Limit. Und deswegen ist es jetzt noch einmal ein Versuch, die Politik irgendwie zu erreichen, um ihnen zu zeigen, so kann es nicht weitergehen. Und wenn sich nicht grundlegend irgendwie was ändert, dann ja, können wir das nicht mehr lange durchhalten, einfach so. Mhm. Wenn sich nichts Grundlegendes ändert, wollt ihr in einen Streik gehen, verstehe ich das richtig? Ja, also wir haben ja klare Forderungen gestellt, vielleicht kommen wir dann eh noch dazu wahrscheinlich. Wenn man ein Ultimatum jetzt quasi dem Bildungsminister und der Bundesregierung gestellt, wenn jetzt bis Montag, also ein paar Tage Zeit sind noch, wenn es bis Montag da nicht drauf eingegangen wird und sich nichts ändert, dann werden wir streiken. Ja, weil man muss dazu sagen, das ist ja nicht der erste offene Brief, den wir schreiben in diesem Schuljahr, sondern der dritte inzwischen. Und also, wenn sich jetzt auch beim dritten Mal überhaupt nichts verbessert, dann bleibt uns in Wirklichkeit nichts anderes übrig, als andere Wege zu suchen. Und wir denken eben, ein Streik wäre in dem Fall dann angebracht und notwendig. Sind eure konkreten Forderungen? Also Sie haben gesagt, ihr fühlt euch im Stich gelassen. Wo fühlt ihr euch am meisten im Stich gelassen und was soll jetzt konkret verändert werden? Also es wird ganz, ganz viel gesprochen über unsere psychische Gesundheit. Das ist irgendwie so das Lieblingsthema einiger Politikerinnen und Politiker jetzt seit Pandemiebeginn geworden. Und während viel darüber gesprochen wird, verändert und verbessert sich in Wirklichkeit aber nichts für uns. Also es wird dann oft nur dann herangezogen, wenn es darum geht, irgendwie zu argumentieren, dass jetzt Schulen offen bleiben müssen. Dabei ist aber psychische Gesundheit vielschichtig. Und was nicht geht, was momentan eben stattfindet, ist diese geplante Durchseuchung an Schulen. Also man sieht es an den Zahlen, sie steigen. Es wird nicht gegengesteuert. Die aktuellen Maßnahmen an Schulen reichen offensichtlich nicht aus, um Infektionen zu verhindern. Vielleicht reichen sie aus, um zu verhindern, dass am Ende wir alle auf den Intensivstationen landen. Aber ganz ehrlich, wir haben auch ein Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit. Das ist ein Kinderrecht, das wir haben, verfassungsrechtlich verankert in Österreich. Da geht auch eine Infektion, passt da nicht zusammen damit. Ja. Es gibt auch die Gefahr von Long-Covid. Dementsprechend ist mal die eine konkrete Forderung, dass diese Durchseuchung gestoppt wird, indem man entweder jetzt sofort Maßnahmen an Schulen setzt, um sie wirklich endlich sicher zu machen. Und dann der zweite große Aspekt für unsere mentale Verfassung quasi ist der Leistungsdruck. Also wir sind ohnehin schon unter Dauerstress. Und jetzt diese aktuelle Entscheidung, dass die mündliche Matura stattfinden soll, wieder zum ersten Mal seit vor der Pandemie, ist auch ein fatales Signal in dieser Situation jetzt. Deswegen ist auch eine Forderung eben, dass die mündliche Matura wieder freiwillig stattfindet und es eben im Stoff Erleichterungen gibt.
Ich möchte noch einmal auf diese Durchseuchung kommen, weil ein Argument, das sehr häufig kommt von natürlich Erwachsenen, ist, dass den meisten Jugendlichen und Kindern ist das ja völlig wurscht, weil die sind es gewohnt, dass sie krank sind und die wollen einfach normal zur Schule gehen können und ihre Freunde treffen, ohne viele Auflagen. Wenn ich das richtig verstehe, sehen das offensichtlich nicht alle von euch so. Also die über 100, die jetzt innerhalb von einem Tag diesen Brief unterschrieben haben und die, ich glaube, das letzte Mal, als ich geschaut habe, über 1200, die Petition alleine heute jetzt unterschrieben haben schon, die sehen das nicht so richtig. Also klar, wir alle wünschen uns, dass wir in die Schule gehen können und Freundinnen und Freunde, soweit es geht, treffen können. Aber das ist ja genau der Punkt. Das geht eben am besten, wenn man die Schule sicher macht. Weil wenn man unsichere Schulen hat, dann hat man Fälle, dann hat man im Endeffekt wieder Distance Learning und dann hat man keine sichere Umgebung. Und klar, wir kennen das mit verschiedensten Krankheiten. Ja, also natürlich gewisse Infektionen gehören zum Leben dazu, aber Covid kann und darf nicht so eine Infektion sein. Also Karl Ziehauer, Mitglied des Nationalen Impfgremiums, hat vor ein paar Monaten gesagt, Covid ist momentan die belastendste Kinderkrankheit, die es eigentlich gibt, die wir haben, gegen die es auch eine Impfung gibt. Ja. Also wird immer die Krankheitslast mit der von Erwachsenen verglichen. Das ist jetzt medizinisch einfach nicht sinnvoll und nicht richtig. Und es ist auch ganz sicher nicht normal, dass man dann, wenn man infiziert ist, monatelang die Angst hat, Long-Covid, also Langzeitschäden, Langzeitfolgen zu bekommen. Da gibt es auch etliche Studien, die da alarmierende Ergebnisse eigentlich liefern. Und dementsprechend ist diese Durchseuchungsstrategie einfach verantwortungslos. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir mal aus dieser plumpen, von der Politik betriebenen Diskussion irgendwie, willst du mit mir Schulen schließen, ja oder nein, wie früher bei diesen Valentinstagskärtchen, wegkommen und endlich für sichere Schulen sorgen, weil dann muss man da auch vielleicht nie wieder drüber reden. Sichere Schulen bedeutet laut Experten, dass man mindestens dreimal die Woche PCR-Tests machen muss, dass man durchgängig FFP2-Masken tragen muss, also auch in den Schulen, Lüften und Luftfilter. Ist das das, was ihr wollt? Das ist das, was notwendig ist. Also es ist momentan eben nicht so, dass alle Möglichkeiten an Schulen ausgeschöpft sind, um wirklich für Sicherheit zu sorgen. Also Luftreiniger stehen eben in den allerwenigsten Klassen. Diese Beschaffung hat hier das Bildungsministerium und die Bildungsbehörden einfach katastrophal organisiert. Das hat einfach nicht funktioniert. Ich kenne etliche Fälle, wo Schulen gerne mehr Luftfilter, Luftreiniger bekommen hätten, aber das dann abgesagt wurde. Und dann wird darüber beschwert, dass das Budget nicht ausgeschöpft wurde. Also naja, ein bisschen Verantwortung abschieben, das kennen wir ja eh. CO2-Messgeräte sind überhaupt in gar keine Klassen. Da gab es letztens auf Facebook so eine Diskussion, wo dann Sibylle Hamann, die Bildungssprecherin der Grünen, dann gesagt hat, man kann auch Eieruhren in die Klassen stellen. Also es werden ja sogar inzwischen Vorschläge für sinnvolle Maßnahmen, die auch wissenschaftlich eben sinnvoll sind, verhöhnt in gewisser Weise. Dementsprechend, da ist noch Luft nach oben. Und ja, wenn das notwendig ist, dann ist das einfach das Beste, was man haben kann, weil es trotzdem am besten ist, mit hohen Sicherheitsauflagen in der Schule zu sein und aber sicher zu sein, als entweder zu Hause zu sitzen und trotzdem die Freundinnen und Freunde nicht sehen zu können oder eben in der Schule zu sein, aber unsicher zu sein, was beides eben auch eine psychische Belastung ist. Le Monde berichtet heute, dass eure französischen Schulkameraden bereits auf der Straße sind, dass über 61% das unterstützen der Schüler und genauso argumentieren, dass sie eben im Stich gelassen werden. Es gibt dort immer mehr Schulschließungen, nämlich nicht vom Staat, sondern aufgrund von Omikron, das gerade durchrauscht durch die Schulen. Ist das sowas, was ihr dann ab Montag plant, dass ihr demonstrieren geht, dass ihr quasi nicht mehr in die Schule reingeht und wie viele unterstützen das? Also im Vorfeld, also als wir quasi diese Vernetzung für diesen offenen Brief gemacht haben, da haben wir mit allen auch abgesprochen, dass wenn eben diese Forderungen nicht gehört werden, ich hoffe, dass sie gehört werden, in der Vergangenheit wurden sie aber leider nicht, also man musste damit planen, dass es nicht passiert, dass wir dann streiken werden. Also ich glaube, dass da durchaus die Unterstützung
relativ da ist. Man muss auch dazu sagen, wir sind auch weder von der ÖVP-nahen Schülerunion, noch sind wir von der SPÖ-nahen AKS. Also das sind unabhängige Schulsprecherinnen und Schulsprecher, Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, der Bildungsminister und die Bundesregierung, die unterschätzen ein bisschen, was ihre Politik mit uns jungen Menschen eigentlich anrichtet. Und ja, vielleicht sehen Sie dann nächste Woche bei Streiks, sehen Sie das dann. Wie das dann ausschauen wird, das ist dann abzuwarten und das sehen wir dann vielleicht auch nächste Woche. Schon zum Abschluss, wie stark kommuniziert oder kommuniziert die Politik nicht mit euch? Ich meine, die letzte Antwort hat eher darauf hingedeutet, dass die Kommunikation nicht sehr aufrecht ist, aber versuchen da manche eben im Bildungsministerium auch mit euch Kontakt aufzunehmen, nicht nur mit den parteipolitischen Vertretern, oder bleibt das zur Gänze aus? Also eigentlich, also wir haben einmal im September haben wir eine Antwort bekommen auf unseren offenen Brief damals. Hat sich jetzt auch inhaltlich nichts getan. Das war so ein bisschen lapidar formuliert. Abgesehen davon gab es nichts. Also wir haben sogar einmal noch im Dezember das Bildungsministerium kontaktiert und sogar denen aktiv angeboten, dass wir doch einige eben unabhängige Schulsprecherinnen und Schulsprecher sich doch auf ein Gespräch treffen könnten mit dem Bildungsminister. Der hat ja auch bei seinem Antritt so groß angekündigt, dass er jetzt auf Dialog setzen möchte. Passiert ist das auch nicht. Der hat sich genau einmal mit der eben von der ÖVP-nahen Schülerunion dominierten Bundesschülervertretung getroffen. Mit denen verhandelt er auch. Das war früher auch schon so, neu ist das nicht. Aber mit anderen redet er einfach nicht. Und das finde ich schon noch ein bisschen fragwürdig, dass ein Bildungsminister irgendwie anscheinend sich weigert, mit Schülerinnen und Schülern zu reden. Und auch das führt dann dazu, dass wir uns eben im Stich gelassen fühlen und einfach nicht gehört fühlen, weil wir ja halt nicht gehört werden. Ja, das ist immer ein Fehler. Man sollte miteinander reden und man sollte vor allem zuhören und man sollte nicht nur Erwachsene reden lassen, wenn es um Jugendliche und Kinder geht, sondern auch die Jugendlichen und Kinder. Matti Randorf, ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch und wir werden natürlich auch unser Publikum und unsere Leser in der Tageszeitung Österreich am Laufenden über eure Pläne halten. Bleibt sicher, bleibt gesund. Vielen Dank. Dankeschön. Und bei Ihnen bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran.